Klappe habe. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Ausbau fertig. Streitet furchtlos. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ausbau vollbracht. Natürlich. Ja. Natürlich. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Das haben wir gleich. Oh, Alter. Einer eurer Helden wird angegriffen. Natürlich. Ja. Ha! Ja, Mylord. Ja. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wird gemacht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Sicher das. Wenn's denn sein muss. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, natürlich. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ernsthaft? Kam ja jetzt wirklich einer von da raus? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Fertig. Sicher das. Fertig, Meister. Jupp. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ausbau abgeschlossen. Es ist Zahltag. Das haben wir gleich. Heureka! Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Spürt meine Klinge. Keine Angst, ich verstehe was davon. Jawohl, Herr. Jawohl! Wie ihr wünscht. Ein Held ist in großer Gefahr.
Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ach ja, ich brauche ja Taler. Es ist einmal nötig. Na, 1000 geht auch. Zahltag. So, sind nicht 13.980. Solange ich das nicht öfters mache. Warte mal, die kosten doch auch Taler, gell? Natürlich. Heureka! Nichts lieber als das. Ja. Das wäre die letzte Stufe. Geschafft. Zahltag. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Heureka! Deswegen kann er wieder das Tor zumachen. Ist das eine Mauer hier? Okay. Es ist Zahltag.
Also Kerberos wird zwar noch einfach gehen, ihn zurückzuholen. Aber ungefähr hier wird es sehr schwierig. Ich meine, ihr habt ja gesehen, hier sind viele Kanonentürme. Und das Beste ist natürlich noch immer Stück für Stück hier auch selber Kanonentürme zu bauen. Warum? Warum ist die Moral jetzt gesunken? Achso, weil ich Dings, glaube ich, zerstört habe. Boah, hier habt ihr eine Blume. Dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Damit ihr nicht mal heult, Alter. Fertig. Ich hab getan, was ihr wolltet. Fertig, Meister. Sorry, muss sein. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Wenn ihr meint, wie ihr wünscht. Ich denke mal, da ist noch eine Eisenmine. Oder Schwefel ist dort. Aber die Angriffe sind, glaube ich, weniger jetzt geworden. Kann es sein? Oder die warten alle auf einmal wieder. Der Tag der Abrechnung. Ach, halt die Steuern Klappe. Und Sold werden gezahlt. Einer eurer Ingenieure ist am Boden zerstört, weil die Steuern zu hoch sind. Wow, das war gerade mal das zweite Mal. Och, nö. Alter, habt euch nicht so. Jupp. Wird erledigt. Fertig. Wie ihr wünscht. Natürlich. Feinde haben einen Held attackiert. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, natürlich. Ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Da ist einer und da sind zwei. Sofort. Ich wollte nur was gucken. Behalt euch doch mal jetzt mit dem blöden Handel. Ein Handel wurde abgeschlossen. So. Reicht ja, dann sind es genau 20.000.
Achtung! Gleich macht es Rums! Ein Held ist in großer Gefahr. Ha! Für die Ehre! Wie ihr wollt. Der Sieg wird unser sein! Folgt mir in den Kampf! Es ist Zahltag. Alter, das waren die jetzt mit Absicht. Angriff! Wie ihr wünscht. Erik, wie ihr wünscht. Schneller weg. Jawohl! Die blöde Kuh. Ja, wie ihr wünscht. Und ich hatte Kerberos fast. Gebt Acht, egal, euer Dorf wird angegriffen. Kerberos hatte mit dem Relikt in der Stadt in den oberen Nebelbergen recht behalten. Es handelte sich dabei tatsächlich um eines der Orbteile. Damit hatte er, Kerberos, sich für die Helden als vertrauenswürdig erwiesen. Der einstige Handlanger Mordreds war durch seine Kenntnisse ein nützliches Mitglied der Gemeinschaft geworden. Doch die schwerste Aufgabe lag noch vor ihm. Der Weg durch die Nebelberge führte sie endlich nach Evelance. Oh Gott, Evelance. Dieses Level ist auch ziemlich nervig. Tipps! Es gibt zwei Wege, diese Mission erfolgreich zu beenden. Der militärische Weg verlangt nach einer starken Armee, mit dem das zweite westliche Dorfzentrum erobern werden kann. Wenn ihr den friedlichen Weg wählen solltet, braucht ihr erstmal nur auf eure Wirtschaft zu achten, um schnell die benötigte Beförderungszeit zu erreichen. Bei kleinen Gefechten reichen oft auch die bewaffneten Leibeigenen zusammen mit den Helden aus. Gut. Ich bedanke mich, dass ihr dann zugesehen habt, und dann geht es das nächste Mal weiter bei Evelance. Jetzt, ab dieses Level und die Level danach, also noch die letzten zwei Level dazu, die werden extrem nervig. Das werde ich dann auch, so wie hier die große Seuche oder Olkin Castle, halt in zwei Teile aufnehmen. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Evelance. Ich sag nur noch Tschüss.